Aber heute schauen wir erstmal auf die zwei Heimspiele des Tages. Ne? Ganz genau, Sandra. Es geht um die Heimauftritte vom SC Magdeburg und vom 1. FC Magdeburg. Nach den zwei wichtigen Siegen gegen Aue und Ingolstadt hatte der FCM heute Holstein Kiel zu Gast. Nach dem frühen Rückstand gelingt Philipp Türpitz kurz vor der Pause mit seinem 5. Saisontreffer der Ausgleich. Erst jubelt Marius Bülter mit, dann hat er 10 Minuten vor Schluss die Riesenchance zum Sieg auf dem Fuß. Es bleibt aber vor fast 20.000 Zuschauern beim 1:1. Der FCM weiter Tabellen-15. Die Stimme zum Spiel heute von Magdeburgs Tarek Çahit. Tarek Çahit, für Sie heute die Premiere in Liga 2. Wie war's denn? Ja, war natürlich schön, hat mich sehr gefreut, als dann mein Trikot hochgehoben wurde und kann so weitergehen. Und dieser eine Punkt, was kann der wert sein im Laufe der Saison? Kann natürlich sehr viel wert sein. Es kommt natürlich dann auch darauf an, wie wir weiterspielen und ob wir weiter punkten. Das wollen wir auch und das werden wir auch. Dankeschön. Danke. Ja, die bewegten Bilder zum Spiel, die gibt es heute Abend bei den Kollegen von MDR aktuell. Die